nicht schön. Brauch Reflex nicht. Stim. Erhöht die Zielgenauigkeit. Ja, Zielgenauigkeit, das braucht Alex. Brauche ich nicht. Stärke, Ausdauer, Alex, Machtkraft. Warte mal. Hell 1 oder höher. Ja, das ist toll. Kann ich auch vergessen. Waffe wird jetzt dann erfahren. Wie? Was ist los, Alex? Bist du müde? Ja. Okay. Hängst auch bei ganz weit hinten. Okay. Dann gehen wir hier vor die Phase von Global Fighter und dann loggen wir dort aus. Na, okay. Weil ich glaube, wir haben sowieso 0 Uhr angefangen, glaube ich. Wollen wir nicht lieber was? In die Kantina gehen? Ja, stimmt. Ja. Ja. Dann müssen wir aber wieder hier hinlaufen. Das bringt's dann auch nicht. Ich könnte ja ohne mir weitermachen, es braucht's mir jetzt nicht. Ja, eigentlich weil stimmt meine das. Mission ist ja eigentlich schon gemacht, da ja. Ja, stimmt, du hast deine ja ich kann ja in Kantine springen und da springt's halt dann hin. Dann machen wir verdammt weiter. Genau. Ja. Weil du bist eh schon 14 und ich hänge hinterher, ich bin 13. Die H2 haben wir noch jetzt. Wie die H2? Das Gesicht waren. Ja, das ist nicht unbedingt so. Also ich brauch's nicht unbedingt. Auf die A2 nicht so wissen. Ne, Alex, okay, dann Gut, dann gute Nacht, Alex. Gute Nacht. Ushira verlässt uns. Tschüss. Tschüss. Bis morgen, ne? Okay, jetzt sind wir noch zu dritt. Ushira ist schon ins Bett gegangen. Aber das ist eh nur die Phase von Global Fighter, das schaffen wir auch locker. Voll die Zuckungen. Wie, du hast dich schon losgelegt? Ja. Die Gegner liegen hier alle auf dem Boden. Komisch, dass mich der Strom hier nicht verletzt. Ja, das kribbelt so schön. Hä? Was? Die greifen mich einfach an, was soll das denn? Du bist da an dem vorbeigelaufen. So, jetzt ist Ushira offline. Ja. Zack. Ah. Sklavenanführer. Nix heilen hier, oder was war das? Was ist das für ein Symbol, was er da eben hatte? Wie grün. Ah. Ich laufe. Das Atmen tut weh. Irgendwas ist in meinem Kopf. Es regnet. Alles versinkt im Boden. Ich glaube, ich kenne euch, aber ich erinnere mich an nichts. Ich weiß nicht, was ihr wollt. Alles tut weh. Das war Ushira. Das Serum treibt einen in den Wahn. Ach, ich bin wahnsinnig. Ich weiß nicht, was ich mit meinen Händen tun soll. Ich weiß nicht, was ich mit meinem Kopf tun soll. Sagt es mir bitte. Helft mir, Juritus zu finden, dann helfe ich euch. Juritus. Juritus ist fort. Er ist schon seit Tagen weg. Es geht alles so langsam. Juritus brennt und sieht bald so aus wie unser Koloss. Unvollständig. Juritus ist beim Kampf im Dschungel gestorben. Ich erinnere mich nicht, weshalb wir kämpften. Juritus starb, das weiß ich. Ihr solltet stolz sein. Ihr habt für eure Freiheit gekämpft. Ich kenne dieses Wort. Ich erinnere mich nicht an dieses Wort. Was? Juritus starb mit Satun und Renet und Avoira. Lauter Fremdlinge, lauter Freunde. Alle kämpften am Fuß der Statue. Juritus ist noch dort, wenn ihn keine Bestien gefressen haben. Ihr solltet hoffen, dass er hat, was ich will. Woran soll ich jetzt denken? Ich weiß nicht, was ich mit meinem Kopf tun soll. Ich weiß nicht, was ich mit meinen Händen tun soll. Was soll ich denn jetzt töten?
Ja. Ach, keine Sorge, ihr müsst euch keine Gedanken mehr machen. Ich muss nicht denken. Danke. Geil. Teddy. Was? Sauberer Kopfschuss. Mit einem Blaster. Pfiff. Aus nicht einen Meter Entfernung. Was hat denn der da für ein Blödsinn gefaselt? Und warum hast du ihm Drogen gegeben? Das ist doch... Ja, damit er ihn nicht mehr weiß, was er... Damit er sich nicht verteidigen kann. Damit der war total fertig. Nicht nachdenkt. Ja, hat's ja gesehen. Ein Glück hast du ihn getötet. Eigentlich war es eine gute Entscheidung. Ja. Weil ich hier auch so am Anfang gedacht. Für immer und ewig so ein Zombie bleiben oder ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie lange diese Drogen anhalten, aber wenn er da für immer so einen Schaden weg hat, dann ist der das eigentlich... Der wäre an den Drogen so oder so kaputt gegangen. Kaputt, Junge. So. Ja, dann nicht. So, jetzt müssen wir nochmal nach da hinten. Vielleicht ist der Champ dann auch wieder da. Champion. Oh, krass. Wenn es so weitergeht mit den Specials, dann habe ich irgendwann keine Musik mehr, die ich benutzen kann. Ach, Two Steps from Hell hat genug. Ich muss sagen, ich bin so richtig special geil geworden. Ich finde das irgendwie cool, da mit der Musik da irgendwelche Videos zurechtzuschneiden. Noch ein Gegner. Noch ein Gegner? Wie, ja. Was? Für was? Das Geheimnis der Sklaven, oder wie? Mehr. Nein, die Leiche liegt da vorne, zu der ich muss. Bam! Leiche. Hier. Leveler. Hoppla. Roffel. Oh Gott, der Typ war ein Rodianer. Oh. Wie heißen die? Rodianer. Rudi! Ja, das ist cool. Wo geht denn das hier lang? Ach nee, das ist eine Sackgasse. Oder nicht? Ist hier was? Set. Danke. Level up. Ach ja, der Scharfschütze ist richtig nice. So, jetzt müssen wir da... Jetzt müssen wir hier unten am rein. Am Fuß des Koloss. Eddie, deine haben wir schon fertig, oder? Was? Du musst es auch nur so Daten sammeln, ne? Ja. Hä, wo ist denn überhaupt dieser Koloss? Ich sehe hier. Ach, da. Guck mal, nach da oben. Ja, nee, ist schon klar. Kannst du dir die Popel angucken? Die Popel, Ey, da kommt man doch bestimmt drauf, oder nicht, ne? Nein. Das ist ein Gerüst. Kannst nicht? Du nicht hin. Datacron, nein? Nein. Schade. Kommst du? Yep. Wir sind unterwegs in deiner Story. Ihr könnt ja schon mal reingehen. Aha, haha, witzig. Ich greife den ganz hinten an. Nein, tust du nicht. Ja, tust du doch. Hm. Blitze schießen macht Spaß. So, ist hier noch was? Archäologie. Ey, das habe ich ewig nicht genutzt. Dabei sind doch hier so ziemlich viele Kristalle. Ja. Und wo ich schon wieder dabei bin, kann ich ja den Typen noch schicken. Kann ich immer wieder wegschicken. Ich bin jetzt 30, ne? Bei Kunstfertigkeiten. Oh, ich bin gleich 150. Alter, was? Cybertech. Beim Anfall. Was hast du denn da gemacht? Jemand da. Mach die Tür auf! Ja, Entschuldigung. Ist rot für mich! Mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Der Sandmann kommt. Feindliche Verstärkung trifft ein. Nix da.
Oh komm, da bleiben wir so einen Meter bevor meine Range, bevor ich die hätte eingreifen können, wenn wir so vor der Range stehen, ein Meter. Vibromesser, Zielgenauigkeit, Ausdauer brauche ich nicht. 5. Zielgenauigkeit brauche ich auch nicht. Kann Eddie zerlegen? Ne, ich habe keinen Waffenbau. Nicht? Wie, aber du hast doch vorhin irgendwie zerlegen, oder nicht? Ich kann Rüstung mit Stärke und Willenskraft zerlegen. Ach so. Ach, Waffenbau hat Ushira, ne? Nein, die hat auch Rüstungsbau. Die hat Rüstungsbau für Zielgenauigkeit und Blitz. Ich habe Rüstungsbau für Stärke und Willenskraft. Aha. Ich geh mal weiter. Ja, sicher. Bleib stehen. Muss guck mal, er fährt wie ein Motorrad. Jo. Ja, schnell wegspringen, ne? Dass die Fehler nicht auffallen. Hier, er fährt schon wieder Motorrad. Ehrlich? Ja. Ja. Mach eine Pause. Wie Pause? Brumm, brumm. Komm, gib Gas. Ha, komm. Mach mal eine Pause. Wieso eine Pause? Ist doch egal, komm. Nein. Kackt er doch nicht ins Hemd. Es ist ihm peinlich, dass er in der Luft fliegt. Motorradfahren ist cool, ja. Echt mal, wenn man da noch Geräusche dazu macht. Oh nee. Er ist echt rausgegangen. Ich glaub's nicht, ey. Was? Da hat er geragequittet. Gilde. Drecksohn. Finde ich nicht nett. Bam. Da geht er einfach raus, bloß weil er in der Luft gleitet. Da möchte ich mal wissen, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ob das Gleiten in der Luft lustig ist oder nicht. Ich finde das lustig. Ja, das ist lustig. Und ihr müsst es auch drunter schreiben. Erstmal die Abonnenten beeinflussen. Ihr müsst. Nur so ein bisschen. Boah, krass, ey. Wir haben jetzt heute schon wieder knapp mindestens 20 Folgen aufgenommen. Wir sind ja noch nicht fertig. Krass, ey. 20 Folgen? Wie? Wo? Was? Nö. Ja, guck mal, wir haben jetzt gleich 12:30. Wir haben um kurz nach 9 angefangen. Wo geh ich denn hin? Das ist auch so ein Dingselbumsel. Ich bin so blöd. Oh. Jo. Kommt jetzt hier ein Gegner oder wie? Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Nein, nein, kommt. Ich habe den Knopf Gegner gedrückt. Gleich. Ui. So, Kemval kann jetzt wieder losgeschickt werden. Kunstfertigkeiten. Nee, kann ich nicht losschicken. Ich habe nichts mehr. Kein Geld mehr? Doch, Geld habe ich. Ja, kannst du noch losschicken? Ich brauche Kraftkristalle ersten Grades noch. Ach ne, das war ja bei Archäologie. Ach ne, das geht jetzt nicht. Schade. Wir mähen die hier alle nieder, er ist noch gar nicht da. Echt mal. Ey, ihr macht das echt gut. Ja, sicher. Krass. Liegt an der Erfahrung, die wir haben. Ihmbadenei, ja, das ist wirklich... Was für eine Erfahrung? Ich hab keine Erfahrung. Nein, nur 350er. Drei? Ja. Drei. Alter. Drei Stück schon. Ich meine, ich habe zwei, aber ich spiele unregelmäßig, deswegen habe ich zwei auf fast 40. Was? Du suchst die, du spielst jeden Tag 20 Stunden. Ich weiß, aber ich spiele unregelmäßig. Oh, ich weiß. Deswegen habe ich noch keinen weiter hoch. Ist doch gar nicht so einfach, so einen Typen hochzuleveln. Wie lange braucht man denn da ungefähr? Mein schnellstes war Spielzeit, also wenn du eingibst, der Spielzeit, kannst du sehen, wie lange Spielzeit du schon drauf hast. So Tage und so. Mein schnellstes war, glaube ich... Wie, das kann man eingeben, das mache ich gleich mal. Slash Spielzeit. Spielzeit. Mein schnellstes war 4,5 Tage. Natürlich muss ich auch den Chat aufmachen. 0 Tage, 11 Stunden. Achso, ja, hier mit dem 11 Stunden, aber immerhin schon, ne? Mhm. Ganz schön krass. Ne, bei meinem Maro hatte ich 4,5 Tage.
Ah, die stehen auf 50. Das ist Spielzeit her. Das muss ich mal bei meinem anderen gucken. Das ist bestimmt sehr lang. So, deaktivieren. Heil ich mal. Hab ich jetzt überhaupt? Das andere Pult hattet ihr aktiviert, ne? Nein. Nicht? Habe ich das gemacht? Unterbewusst? Ja, hast du. Wo willst du denn da hin? Die Tür ist zu, Hedy. Wo wollt ihr hin? Wir müssen jetzt hier hin. Ja, er will die Gegner hier fertig machen. Ja, ich räume schon mal hier leer. Was ist denn das für eine Tür? Die Tür ist verschlossen, also die öffnet sich danach. Mhm. Wie vorhersehbar. Zu spät. Ne, hier nichts heilen, oder was war das? Der wollte sie gar nicht heilen. Ey, der hat entrückende Wolke gemacht. Jetzt zerschmettern. Leuchte. Tür am Fuß des Kolosses. Öffne die Tür des Reliquienschreins. Reliquien. Das sind doch bestimmt wertvolle Gegenstände, die wir verkaufen können. Da sind wir reich. Schön wär's. Nur die Missgeburt da. Das ist voll geil, wenn du hier einen Ball dabei hast, hier. Ey, den steht nachher wieder auf. Den kann ich doch eigentlich auch holen. Ja, den hast du da jetzt weggeschickt. Wie? Ja, aber eigentlich kann ich den ja holen. Wir haben jetzt einen Platz frei. Ja, brauchst du aber nicht. Haben wir genug. Kannst doch dein Metabyte wechseln. Boah, krass, wie schlecht die sind. Alles rot. Nicht jetzt. Oh, die Freies. Steht wieder auf. Wenn du hier einen Ball dabei hast, dann bleibt er da einfach stehen und guckt zu. Und wenn er dich umgebracht hätte, der hätte ich nicht eingegriffen. Der guckt einfach zu, wie der aufsteht und dich angreifen will. Das ist so geil. Aber Kemball hätte reagiert, kurz bevor ich getötet werde. Er weiß ja, dass ich überlegen bin. Ja. Er wartet nur auf eine. Auf eine. Wie sagt's? Unachtsamkeit. Ja. Dann fällt er dir in den Rücken. Ist er mich auf, ne? Zumindest anfangs noch. Nachher, wenn du viel Zuneigung hast, dann geht's. Dann mag er dich irgendwann.